Servus Leute, was geht? Ich bin Marco Polo von Flirt Empire und ich stehe hier gerade auf der zweiten Etage vom Eiffelturm mit meiner Freundin, die das Video dreht. Und jetzt drehe ich das Video, warum Liebe deine Beziehung zerstört. Was bedeutet das? Meine Freundin reißt gerade auch die Augen auf. Das ist witzig, weil ich habe mit ihr noch nicht darüber gesprochen. Und zwar, wenn du liebst, dann machst du für diese Person alles. Nur in manchen Beziehungen ist es so, und ich sage nicht in allen Beziehungen so, nur in manchen Beziehungen ist es so, wenn du zum Beispiel eine LSE-Partnerin hast, eine Frau mit Low Self-Esteem, eine mit niedrigem Selbstbewusstsein. Und das sind ganz viele Frauen. Wenn du so eine Freundin hast und du sie wirklich liebst aus vollstem Herzen und sie kein hohes Selbstbewusstsein hat, sodass sie sich selbst genauso lieben kann, dann kommt sie in der Regel mit dieser Liebe nicht klar in der Beziehung und sie kann diese Liebe nicht akzeptieren, sie kann damit nicht umgehen. Und aus dem Grund, wenn deine Partnerin nicht mit diesem Gefühl der Liebe klarkommt, solltest du hart bleiben. Du kennst diese Typen, die eine Freundin haben und die Freundin will was von denen und er sagt nein. Und du denkst dir so, alle, wie kann der da in der Situation nur nein zu dir sagen, die ist so geil, bla 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 bla. Aber dieser Typ bleibt hart. Und das ist key, dass die Frau ihn weiter lieben kann. Dadurch chased sie ihn mehr, okay? Weil sie nicht sofort das alles bekommt, was sie will eigentlich, ja? Sondern sie bekommt es stückchenweise und bekommt Setbacks, ja, dazwischen, wo sie immer wieder zu spüren bekommt, dass sie nicht alles haben kann. Und dadurch fühlt sie sich gut. Weil so haben es solche Frauen in der Regel auch zu Hause beigebracht bekommen in der Erziehung oder haben es einfach zu Hause von ihrem Vater so bekommen. Immer ein bisschen Aufmerksamkeit, dann wollte sie was. Nein, ja. Und genau das ist das, was sie sich auch in ihrer Beziehung wünscht. Einfach mal ein Nein vor die Nase geklatscht zu bekommen, sodass sie einfach mal diese harte Hand spüren kann. Und genau das findet sie attraktiv. Genau das findet sie männlich an dir. Und wenn dieser Fall eintritt, dass du merkst, dass deine Freundin mit so viel Liebe nicht klarkommt im Leben, dann musst du dir des Wertes deiner Partnerin bewusst werden. Das ist wieder so ein Konstrukt, da reißt sich jeder die Köpfe aus. Was ist der Wert deiner Partnerin? Nun, ich will es dir einfach ganz einfach erklären. Punkt 1. Der Wert deiner Partnerin bestimmt sich nach deiner eigenen Präferenz. Stehst du eher auf Blonde, stehst du eher auf Brünette, stehst du auf Frauen mit dunkler Haut, mit heller Haut? Was ist deine eigene Präferenz optisch und von ihrem Charakter her gesehen? Ist sie eher schüchtern? Ist sie eher offen? Ist sie eher sexuell aggressiv? Wie ist die Frau drauf, auf die du stehst? Und je näher sie an dein Ideal rankommt, desto höher ist ihr Wert einfach für dich. Zweitens ist ganz, ganz wichtig, dass ein gewisses sexuelles Interesse an ihr besteht mit Luft nach oben. Also damit meine ich einfach, dass du nicht mit ihr schon alles erlebt hast und keine Fantasien mehr mit ihr hast, die neu sind, sondern dass du immer wieder neue Fantasien hast mit ihr, das neue frisch, dieses Begehren, diese Sehnsucht, dass sie immer wieder frisch aufblüht, ja? Das ist so wichtig, um eine Beziehung am Laufen zu halten, dieses Begehren, damit deine Partnerin sich auch begehrt fühlen kann. Überhaupt muss einfach dieses sexuelle Interesse da sein mit Potenzial nach oben. Dann noch weiterhin zum Wert deiner Partnerin. Ein weiteres Kriterium ist einfach, wie und inwieweit sie dich positiv überrascht in ihrem Leben. Ja? Das musst du dir einfach mal in den Kopf rufen. Du tust ja auch so viele Dinge für deine Partnerin. Du machst sie glücklich, du machst dir wirklich Gedanken, du kaufst dir Geschenke, du bereitest Sachen vor. Und in welchem Maß tut sie das Gleiche für dich? Wie glücklich macht sie dich und wie viel Mühe gibt sie sich dafür? Und das bestimmt natürlich auch absolut den Wert deiner Partnerin. Denn je mehr Mühe sie sich für dich gibt, desto besser ist sie für dich in der Zukunft. Und das ist das weitere Kriterium, was den Wert deiner Partnerin einfach bestimmt. Wie gut ist sie für dich in der Zukunft? Wie gut fördert sie dich in dem, was du tust? Inwieweit kann sie dir dabei helfen? Wie weit unterstützt sie dich? Wie weit kann sie dich pushen dahin zu deinen Zielen, dass du die erreichst und so weiter und so fort? Je näher deine Partnerin am Ideal ist, dass du praktisch mit dieser Partnerin Präsident werden würdest, nach dem Motto, ja, desto besser ist diese Frau für dich. Und dann als nächsten und letzten Punkt solltest du dir auf jeden Fall Gedanken machen, was du überhaupt in dieser Zeit tust, in der du mit deiner Partnerin zusammen bist, also die Zeit, die du mit deiner Partnerin verbringst, was tust du in dieser Zeit? Chillt ihr nur zu Hause rum, vom Fernseher? Habt ihr kein eigenes Leben, kein wirklich Zusammenleben mit anderen Leuten? Seid ihr sozial nicht vernetzt? Seid ihr nur ihr zwei und sonst niemand? Das ist nicht wirklich hoher Wert einer Beziehung, verstehst du? Natürlich, ich will nicht sagen, dass man so nicht glücklich sein kann, ja? Ich rede nur
von Wert einer Beziehung. Und ich bin mir sicher, dass wenn du eine Beziehung hättest, die total verflochten ist mit riesigem Freundeskreis, wo ihr mal auf die Party geht von dem, dann auf die Party, dann mal selber eine Party schmeißt und einfach auch sozial extrem gut vernetzt seid, dass eure Beziehung einfach viel, viel glücklicher sein könnte. Ja? Das sind einfach nur Ideen und Inspirationen, die ich dir geben möchte. So. Und was solltest du dir jetzt mitnehmen aus diesem Video? Wenn du jetzt gemerkt hast, okay, meine Freundin erfüllt nicht, dass sie mit mir Sachen macht. Meine Freundin erfüllt nicht, dass sie mich unterstützt. Meine Freundin ist auch gar nicht mein Typ. Und die Zeit, die ich mit ihr verbringe, ist eigentlich auch voll langweilig. Scheiße, Mann, meine Beziehung ist eigentlich voll schlecht. Okay, das kann sein. Ja, das kann sein. Reden wir einfach mal Klartext. Es kann sein, dass deine Beziehung echt scheiße ist und nicht gut ist für dich. Ja? Was solltest du dann tun? A, du solltest versuchen, an diesen Kriterien erstmal zu arbeiten in deiner Beziehung. Ja? Du sollst gucken, wo kann ich noch was verbessern, in welche Richtung, wie kann ich mit meiner Partnerin so kommunizieren, dass ich ihr vielleicht auch ein bisschen mehr meine Wünsche kommuniziere, sodass sie das ein bisschen besser versteht, dass sie ein bisschen mehr für mich machen kann auch. Denn ganz viele Frauen würden gerne was für ihren Partner tun, nur wissen sie nicht unbedingt, was er mag, oder er hat mal eine Aussage gemacht, die sie verunsichert. Und deshalb solltest du mit deiner Partnerin einfach mal reden und ihr einfach mal Klartext das sagen, was du möchtest, und ihr einfach mal ein bisschen Hilfestellung geben, ein bisschen was an die Hand liefern, weißt du? Du willst ja auch von der Frau, dass sie dir ein bisschen was an die Hand liefert, zumindest eine Richtung vorgibt, in die du arbeiten kannst. Und genauso solltest du es der Frau als Richtung vorgeben, was du gerne hättest. Zum Beispiel sagen, hey Schatz, ich würde mega gerne mal mit dir nach Paris fahren, hättest du darauf Lust? Und dann deine Partnerin einfach mal fragen, und wenn sie dann sagt, ja, mega, wenn sie sagt nein, dann würde ich anfangen zu hinterfragen, okay, warum sagt sie nein, sind ihre Grundsätze grundverschieden von mir, passt sie vom Grund auf her nicht mit mir zusammen, oder ist es gerade eine Momentaufnahme, weshalb sie nein sagt? Und das ist so der Unterschied, wo du einfach schauen kannst, ist ihre Grundeinstellung anders, oder ist es jetzt gerade aus einem bestimmten Grund so, dass sie nicht das macht, was ich möchte, oder beziehungsweise das, was mich glücklich macht. Und wenn du merkst, dass da eine Diskrepanz da ist, dann kannst du mit ihr reden. Also zum Beispiel, wenn es jetzt eine Momentaufnahme ist und sie sagt, hey, ich kann mit dir jetzt nicht nach Paris, weil ich muss für Klausuren lernen, aber ich würde ja mega gerne. Dann ist ihre Grundeinstellung passend zu deiner. Der Wert ist hoch, weil ihr grundsätzlich zusammenpasst. Nur es passt vielleicht gerade nicht. Die Situation passt nicht. Dann solltest du geduldig sein. Wenn aber die Grundeinstellung nicht passt und sie sagt, Paris, was willst du da in so einer Kackstadt? Dann würde ich mir Gedanken machen, ob du mit so einer Frau zusammenbleiben willst, weil eure Grundeinstellungen verschieden sind. Es kann auch sein, dass ihr glücklich seid in so einer Beziehung, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, es ist sehr, sehr anstrengend, in so einer Beziehung glücklich zu bleiben. Und es ist viel einfacher, in einer Beziehung zu sein, wo beide das Gleiche im Kopf haben, die gleichen Ziele haben, die gleichen Visionen haben einfach. Und dann kann man zusammen daran arbeiten und muss nicht immer gegeneinander arbeiten oder den anderen gar aushalten, weil der andere gerade irgendwas machen will und man hat selber gar keinen Bock darauf. So, ich wünsche dir, dass du deine Beziehung einfach mal anhand dieser Stichpunkte überprüfst und einfach dir selber sagst, ganz ehrlich, ist diese Beziehung gut für mich? Was ist der Wert meiner Partnerin? Will ich wirklich mit dieser einen Frau mein Leben lang zusammen sein? Will ich Kinder mit ihr haben? Es wird immer schlimmer mit der Frau, kann ich dir versprechen. Je länger du mit ihr zusammenbleibst, desto schlimmer wird der Streit, desto schlimmer werden diese Sachen, die du aushalten musst durch sie, wenn eure Grundeinstellung einfach verschieden ist. Je länger ihr da zusammenbleibt, desto schwieriger wird es wirklich glücklich zu sein. Und du siehst so viele Paare, die vielleicht lange zusammen sind, aber deren Grundeinstellung einfach scheiße ist, die passen eigentlich gar nicht zusammen und die sind einfach nur unglücklich. Und dann geht der erste fremd und dann wird es ein Drama und dann kracht die ganze Beziehung zusammen und es hätte nicht sein müssen. Hätte man einfach nur den Wert des Partners richtig eingeschätzt. Und das wünsche ich dir, und falls du mehr Tipps haben möchtest, geh jetzt auf www.flirtempire.com. Wir sehen uns dort oder im nächsten Video. Bis dahin. Peace.